Für eine leitende Position in der Firma fehlt mir ein abgeschlossenes Studium. Das stimmt doch gar nicht. Du bist die Beste. Hast du dich in deinem Leben je gefragt, ob du alles richtig gemacht hast? Wärst du mit anderen Entscheidungen glücklicher geworden? Arthur hat einen qualifizierten Abschluss. Er ist der beste Mann für den Job. Nein, Sir. Das bin ich. Ich wünschte, Lebenserfahrung würde genauso viel zählen wie theoretisches Wissen. Die können mich mal. Wer? Diese Supergebildeten mit ihren schicken Häusern, die ihre Kinder nach Früchten benennen und den Kilimanjaro besteigen. Du hattest einen Anruf. Geht wohl um ein Vorstellungsgespräch. Oh mein Gott, wie kommen die denn auf mich? Ihr Lebenslauf ist sehr interessant. Sie waren auf der Wharton Business School. Entschuldigung, was? Und Ihre Facebook-Seite ist wirklich beeindruckend. Meine Facebook-Seite? Obama? Ich habe dir eine neue Identität verpasst. Du wolltest was Besonderes sein, also habe ich mal gute Fee gespielt. Toll, was? Oh, diese Lüge hat dir die Türen geöffnet. Jetzt hast du den Traumjob, Baby. Wer ist der Champ? Na los, du bist der Champ. Ich bin der Champ. Du bist der Champ. Los, komm schon. Auf damit. Einen Job in ihrem Alter zu kriegen ist nicht einfach. Ich werd's ihnen zeigen. I'm gonna be your hero. Trying to save the day. Okay. Du darfst alles anziehen, nur das nicht. Siehst aus wie Mrs. Doubtfire. Wow, ist das mein Büro? Du hast von denen ein Apartment bekommen und Kreditkarten? Die werde ich mal lieber behalten. Wag es ja nicht. Dann nehme ich die Untersetzer. Nein! Was ist, wenn die dahinter kommen? Dafür bin ich zu gut. Maya, dich hier zu treffen. Wir kennen uns aus Hogwarts. Harvard. Wir haben gemeinsam für den Frieden demonstriert. Wir haben Wale gerettet. Vergiss trotz dieser ganzen Karrieresache nicht, wer du wirklich bist. Ich bewundere sie so sehr. Sie sind so ziemlich das, was ich immer werden wollte. Du warst schon immer gut genug und hast als Einzige dran gezweifelt. Wir haben einen Termin mit einem chinesischen Vertriebspartner und die einzige Angestellte, die Mandarin sprechen kann. Bin ich? Ich habe eine Idee. Der Tierarzt unserer Katze spricht Mandarin. Wir würden ihm gern die ganze Firma zeigen. Aber vorher sollten wir den Deal abschließen. Ich finde, er ist sehr gut. Oh, ja, die Gangmenschen. Ja, die Gangmenschen. Ich mag sie.